Oh. Jetzt habe ich sogar seinen Namen verstanden. Irgendjemand ruft uns. Da ist irgendwo Singsang oder so etwas. Ganz viel Geflüster. Gabby? Warum sind diese Räume hier immer so fürchterlich lang? Oh nein. Nein, da gehen wir noch nicht lang. Nein, erstmal möchte ich durch diese Tür gehen, bevor ich da runtergehe. Warum ist es hier nur so dunkel überall? Ist es ihr Schlafzimmer? Ist ja nicht gerade sehr einladend alles. Oh Gott. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt. Okay. Ah, okay. Es war also nicht nur irgendeine schwarze Sackgasse. Irgendwo ist hier eine Standuhr, die tickt. Ihre Puppe. Nein, oder besser gesagt, sie als Puppe. Ich gehe erstmal nochmal durch diese Tür dort. Ich möchte nicht irgendwas triggern, was uns... die Puppe habe ich vorher gar nicht gesehen. Was vielleicht auslöst, dass wir hier nicht mehr uns umschauen können. Ein Kinderzimmer. Überall Soldaten. Die. Oh je. Yeah. Das kann er sich nicht ansehen. Also die bilden die Buchstaben der Würfel auf der Oberfläche. Also nach oben. Ich habe das Gefühl, ich habe die Sackgasse verpasst. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einmal hier sind, zum Teddybären sagt er auch nichts. Oh Gott. Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Ich gucke mich doch erstmal nochmal hier vorne auf dem Korridor um. Ja, entschuldigt bitte, dass das so wirr ist, aber ich möchte halt nichts übersehen. Ich möchte so viel wie möglich auch sehen von dem Spiel. Da ist auch schon... Ah, da ist die Uhr.
Jetzt, der Papa sagt dir noch nicht mal was. Aber der Singsang wird lauter. Ah, jetzt sind wir in dem gleichen Zimmer. Ja, nein, du solltest dich da noch ein bisschen umgucken. Oh, ich dachte jetzt schon, wir finden hier die Schwester in dem Bett. Tot. Macht der nicht irgendwas mit dem Schaukelpferd? Nein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Was zum Teufel? Das ist ja mal eine sehr albtraumhafte Uhr. Scheiße. Nein. Wir haben ja vorhin ein ähnliches Bild gesehen, wo ich noch gedacht hätte, das könnte auch die Schwester sein, dort im Wald. Wo halt jemand mit der Axt hinter ihr stand im Wald. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt quasi das gleiche Bild, nur ist derjenige näher gekommen mit der Axt. Okay, jetzt hier lang. Oh Gott, das nimmt ja wirklich kein Ende. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder auf dem Ausgangskorridor sein. Aber hier ist es total dunkel. Wo sind denn die Fenster, durch die dieses Licht fällt? Ach so, die sind quasi dort, wo wir drauf gucken auf ihn. Warum? Das wird doch nur noch schlimmer, wenn wir da jetzt lang gehen. Vielleicht hätten wir doch nach unten gehen müssen. Ich höre Schritte. Ich gehe doch noch mal hier lang. Vielleicht finden wir doch noch was unten am Ende der Treppe. Ja, er muss sich doch ausruhen zwischendurch. Ja, ist gut, Junge. Ruh dich mir ein bisschen aus. Oh Gott, vielleicht ist es aber auch keine so gute Idee, das zu machen. Okay. Oh Gott, man sieht ja gar nichts. Da sind Risse irgendwo an der Wand. Okay, so viel dazu. Ich hätte doch erst den anderen Korridor untersuchen sollen. Das ist aber... Wir sind wieder im gleichen Bett aufgewacht. Es sieht offensichtlich wieder genauso aus. Ja, es sieht genauso aus. Das heißt, wir finden jetzt diese Treppe da gleich wieder?
Jetzt ist dort eine Tür. Die Tür war doch da vorher noch nicht, oder? Nee, das war das Zimmer der Schwester. Oder zumindest das Zimmer, wo ich gedacht habe, es ist von der Schwester. Okay, nein, dann gehen wir da nicht runter. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Tja. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, diese Axt da aus der Küche zu holen. Aber das war in dem Traum davor. So, jetzt kommen wir gleich wieder auf den Korridor mit den vielen Fenstern. Ja, jetzt frage ich mich, ob uns das jetzt das Gleiche jetzt nochmal passiert. Okay, aber der Korridor hier hinten war heller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Da ist schon wieder ein Brief. Und da weint jemand. Da ist sie schon wieder im Wald, aber diesmal allein. Zumindest sieht man nichts. Na, das habe ich mir doch gedacht. Das sieht eben wieder aus wie so ein Bild, was man sich angucken kann. Ich frage mich, ob das mit den Bildern noch irgendwelche Rätsel, ob es da noch zu noch irgendwelche Rätsel gibt. Okay. Nehmen wir erst wieder die vordere Tür, so wie immer. Oh je. Yeah. Ein Nähzimmer und eine Nähmaschine. Mehr gibt es hier nicht. Aber ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass da irgendwas drin passiert. Das sah aus wie so ein Gitter im Boden, aber ich glaube, das war nur das Tretbrett der Nähmaschine. Okay. Kommen wir jetzt auch hier ins Esszimmer und in die Küche? Nein, noch nicht ganz. Was für merkwürdige Tapete auch. Okay, gehen wir erstmal da lang. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich glaube, wir brauchen eine Lichtquelle. Aber hier standen so viele Kerzen rum, für die er sich nicht interessiert hat. Ah, okay. Gut. Eine farbige Kerze. Dann nehmen wir doch mal die. Ja, dieses Bild mit der Kerze war auch ganz viel in den Screenshots und im Trailer zu sehen. Aber ich hatte das schon wieder vergessen, dass die Kerze farbig war. Okay, dann gucken wir da mal rein. Da war irgendwas Rotes an der Wand, glaube ich. Oh nein. Ja, das habe ich auch gesehen. My God, why have you forsaken me? Das sind wir selbst. Scheiße. Aber liegt da nicht irgendwas, mit dem er... Da liegt doch ein Brief. Warum liest du den Brief nicht? Ja, warum sollte jemand einen Brief schreiben, wenn er was mit Blut an die Wand schreibt? Müssen wir jetzt in den Keller runter? Damit, mit dem Licht? Ich fürchte ja.
Oh nein. Warum gibt es hier kein Licht mehr? Stromausfall? Nein, wir hatten ja vorher hier überall Kerzen brennen. Scheiße. Scheiße. Eigentlich will ich nicht auf diesen Korridor zurück, aber hier ist es heller. Es ist trotzdem heller als auf dem anderen. Aber habt ihr das gesehen? Da stand unsere Schwester hinter uns. Während des Blitzschlags. Nein, nicht schon wieder! Wir haben wieder Licht. Das finde ich gut. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass wir damit jetzt runter in den Keller müssen. Oh je. Oh je. Wie der Schatten hinter uns wächst. So weit sind wir doch vorhin gar nicht gekommen, oder? Hier taucht doch bestimmt gleich irgendwas auf. Ah. Ja, hier taucht quasi was auf. Wie jetzt? Oh nein! Gott. Der Keller scheint definitiv kein schöner Ort zu sein. Aber wir haben jetzt zumindest von Anfang an die Axt dabei. Offensichtlich können wir die aus unseren Träumen irgendwie mitnehmen. Solche Gegenstände. Das ist wieder das Badezimmer. Da wird sich nichts verändert haben. Oh nein. Ist es. Es sieht aus wie der Slenderman dort auf diesem Bild, aber das ist bestimmt nur. Scheiße, das klingt wie Kettenrasseln. Das. Irgendwas auf dem Weg zu uns. Und ich fürchte, es kommt aus dem Keller oder von hinter uns. Wo ist diese verdammte Tür, die wir mit der Axt aufmachen können? Die Kellertür fehlt. Na, noch einmal. Danke. Geht er jetzt hoch zum Dachboden? Ja, das war eigentlich nicht meine Absicht. Oh nein. Es wird und wird nicht besser.
Das war gerade meine Stuhllehne, die da geknarzt hat im Hintergrund, falls man das gehört hat.